Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Farmers Dynastie hier oben auf dem Dach von meiner Garage. Um mit linker Maustaste die Holzdielen gegen neues Keramikdach auszutauschen. Neues Keramikdach, ja, sei mal dahingestellt. Das hatte ich ja schon mal in einer anderen Folge bemängelt, dass hier überall Risse drin sind. Ja. Ach, und Rex ist auch mit hochgekommen. Rex, du sollst doch nicht hochkommen. Du sollst nicht hochkommen. Nein. Rex kann halt Leitern laufen, das ist das Problem. Und dann läuft er hier die Leitern hoch. Die Treppen. Oh, Leitern, Treppen. Egal. Er läuft das Gerüst hoch. Rex ist ein schlauer Hund. Er hat zwar auf dem Dach eigentlich nichts verloren, aber er ist trotzdem ein schlauer Hund. Und er genießt offensichtlich auch die Aussicht. Und Rex weiß was? Ich werde hier von hier aus gleich mal mit der Drohne losfliegen. Mal gespannt, ob wir dann höher kommen. Oder ob einfach oben der Himmel das Ende ist. Da kann ich mal zum Baumarkt fliegen und schauen, ob da meine Sachen noch stehen. So, ich werde etwas hungrig. Du auch, Rex? Ich esse mal eine Melone. Aus der Dose. Eine Dosenmelone. So, Rex ist offensichtlich nicht hungrig. Obwohl ich Würste dabei habe. Rex, ich habe Würste. Willst du eine Wurst? Hm? Willst du eine Wurst? Nö, ich kann nicht nur streicheln. Naja. Egal. Ich glaube, der will nur morgens gefüttert werden mit einer Wurst. Bis er dann irgendwann so unfassbar fett und kugelrund ist, dass man ihn über den Hof rollen kann und für einen Strohballen hält. Da muss ich nur aufpassen, dass ich ihn nicht irgendwann mal auf den Hänger drauf lad und ja, mitverkauf. Als Rundballen. Kann ich mir schon richtig das Gesicht des Verkäufers, des Käufers vorstellen. Wenn er sagt, sieh, das ist kein Rundballen, das ist ein Hundballen. Ja? Ein Hundballen. Sehr gut. Kein Rundballen, sondern ein Hundballen. Jetzt ist er auch schon wieder leer. Rex? Was machst du da? Was macht er da? Wo rennt er hin? Warum rennt er über die Straße? Rex, was machst du da? Jagt er irgendwelchen Autos hinterher, oder was ist das? So ein verrückter Hund. Naja, ich guck mal, ob ich hier mit der Drohne höher komme. Wo bin ich denn? Hier bin ich. Hallo, hübscher Mann. Nicht so hübsch. Und tschüss. Rex, ich finde dich. Wo bist du, Hund? Ach, da kommt er wieder. Ach, der ist nur einmal kurz außen rumgerannt. Hundi, was machst du? Mal gucken, ob er jetzt zu mir hochkommt. Ob er tatsächlich das Gerüst hochläuft. Nein, er kann... Oh, guck mal einer an. Er kann durchs Haus fliegen. Und er erkennt die Drohne als mich. Das ist sehr interessant. Hallo, Rex. Oh mein Gott, das ist ja eine Aufnahme. Hallo, Rex. Das nenne ich mal eine Drohnenaufnahme. Von einem sabbernden... Oh, deine Nase ist hohl, Rex. Das ist ja seltsam. So, und wie sieht's bei mir aus? Schicke Hose habe ich an. Hier mal gucken, ob da was da ist. Im Schritt. Nein, offensichtlich nicht. Ich kann in mich reinfliegen. In meinen Gürtel. Kann ich denn in meinen Kopf reingucken? Igitt. Ich sehe das Innere meines Kopfes. Das sollte so, glaube ich, nicht sein.
Mal schauen, ja, so, die Zähne. Igitt. Nee, das war zu weit. Ja, igitt. Also echt, hui. Aber so insgesamt die Texturen. Hast du da tätowiert? Wir haben ein Tattoo am Hals. Ach was, guck mal einer an. Wir haben ein Tattoo am Hals. Haben wir Brustwarzen und so Zeug? Also ein Unterleib haben wir schon mal nicht. Ein Brustkorb haben wir aber nur bis zur Hälfte, okay. Dieses Model hat also kein Nacktmodell. Nicht wie bei Drunken, You Have a Drunk Friend, wo man in die Frauen reingucken konnte. So, in dem Hund sieht es wahrscheinlich nicht anders aus. Ne, in den Hund kann ich nicht rein. Der Hund ist irgendwie statisch. Bei uns kann ich komischerweise rein, aber beim Hund nicht. Seltsam. Naja, gut. Aus dem Haus, hoch. Warum genau bin ich jetzt hier unten? Und wo ist der Hund? Steht der noch oben? Ja, der Hund steht noch oben. Rex, kommst du? Vom Dach runter. Ja, Rex ist, Rex hat sich weggebeamt. Naja, gut, ich gehe nochmal Baumaterial holen. Nochmal Dachziegel. So, Rex hat sich weggebeamt. Interessant. Ist schon, also mit dieser Drohne kann man schon interessante Sachen anstellen. Ist ganz lustig eigentlich. Oder könnte ich auch mal in den Baumarkt irgendwie im Baumarkt rumfliegen? Und über Map-Grenzen hinweg. Oh. Ich habe ja schon angefangen, mich mit meinem Auto durch Wände durchzubaggen. In Häuser reinzubaggen und so, dann könnte ich jetzt mit der Drohne wahrscheinlich sogar richtig in die Häuser reinfliegen. Außer wenn die natürlich ja, so statisch sind, dass ich nicht reinfliegen kann. Das kann natürlich auch sein. Aber ich könnte hier mal genau den Baumarkt inspizieren. Das will ich mal probieren. So, pass auf. Okay, hier ganz normal Bitumen. Hier auch nichts Besonderes. Ah, das sind Leute. Können wir mal zu den Leuten hin. Was pflanzen die da an? Hallo, sieh da. Der winkt mir. Ich bin doch nur eine Drohne. Ey, der sieht auch komisch aus. Das ist ein interessantes Gesicht. Die haben tatsächlich die Texturen der Gesichter nochmal geändert. Also die Leute sehen jetzt deutlich... Okay, das sieht komisch aus. Das erinnert mich an Half-Life 1. Diese offene Mund so... Haben die bei Half-Life 1 auch immer gemacht. Wie sehen die Frauen denn jetzt aus? Okay, was macht sie da? Oh, na, guck mal einer an. Die Frauen sind aber hübsch jetzt. Na, hallo. Schick. Na, guck mal einer an. Du bist ja eine Hübsche. Da haben wir noch mal jemand. Wir haben tatsächlich die Texturen von den Leuten krass überarbeitet. So, sie streckt uns gleich mal den Hintern hin. Oh, hallo. 101 Reasons. 101 Gründe. Aber warum hat sie graue Haare? Was macht sie da mit ihren Fingern? Das sieht nicht gut aus, wenn man die Finger so nach außen biegt. Ich weiß nicht, das sieht ungesund aus. Aber ansonsten hübsch. Nicht schlecht. Oh. Jetzt, was ist jetzt? Kommt drauf an, wie du das siehst. Oh, das ist ja... Die Drohne kann als Lauschangriffsdrohne benutzt werden.
Sehr interessant. Gut, was haben wir hier? Können wir noch sonst noch irgendwo reingucken? Können wir hier in den Kamin reinfliegen vielleicht? Mal schauen. Nein, in den Kamin geht's nicht rein. Schade. Was ist hier? Hier ist einfach nur so Dreck. Ist schon cool. Also das mit der Drohne, das hat was. Also wenn ihr müsst euch unbedingt die Drohne holen. Das ist ja echt cool. Und mich wundert echt, dass die so schöne Gesichter jetzt haben. Die haben die Gesichter echt gut hingekriegt. Wir sind nicht mehr in Zombiehausen. Oh, was liegt denn da? Was liegt denn hier? Krass, da hat einer nicht richtig gemäht. Vom Pflaster legen. So, mal schauen. Da hinten ist doch bestimmt auch noch jemand. Wie sehen denn die Leute in den Autos jetzt aus? Sehen die auch anders aus? Hält das Auto an für eine Drohne? Ja, tatsächlich. Naja, es fährt noch ein Stückchen weiter und fährt die Drohne erstmal ordentlich an. Aber ich glaube, die sehen auch anders aus jetzt. Ah, da wird gleich weitergefahren. Stehen bleiben. Ja gut, mit den Autos ist das schwierig. Die halten eben nicht so an. Was sind das da für Flecken? Ich schau mal, wer hier so rumrennt. Reichweite reicht ja noch. Da ist schon jemand. Wir müssen uns ja auch irgendwann die Herzensdame aussuchen. Und wenn die jetzt alle so schick sind, hui. Die ist auch hübsch. Also, hier natürlich das Gesicht. Nicht da, wo jetzt die Drohne hängen geblieben ist. Da kann ich nichts dafür. Die ist halt, die bleibt auf dieser Höhe stehen. Schön. Drohne geht für mich auf Brautschau. So, und wer bist du? Du hast auch wieder keine Haare auf dem Kopf. Ja, leg mal weg deine Schaufel. Einen interessanten Bart. Und eine komische Brille. Und Busen. Oder? Sieht zumindest so aus. Ein bisschen. Naja. Gut, tschüss. Er hat mir sogar gewunken. Er hat der Drohne zum Abschied noch gewunken. Oh, da ist nochmal jemand. Den haben wir hier. Noch einen Herrn. Hallo. Entschuldigung. Alle hier mit ihren stylischen Fliegersonnenbrillen. Ja, ganz schön interessant. Aber ihn scheint es nicht sonderlich zu stören. Naja, mal gucken, was dieser Storch macht. Ah, der fliegt weg. Den verfolge ich mal. Der ist ganz schön schnell, der Storch. Okay, der ist sehr schnell. Da komme ich leider nicht hinterher. Gut. Wir brechen das Ganze ab. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Und zwar aufnehmen von Keramikdach. Aber das ist echt geil. Ich muss da mal in die Stadt und mir die Gespräche und die Leute in der Stadt genau anschauen. Und dann auch mal irgendeine Herzensdame aussuchen und der dann Avancen machen. So langsam. Dass wir da dann auch mal Richtung Familiengründung gehen. Aber natürlich sollte vorher die Bude ganz renoviert sein. Das ist irgendwie ein bisschen peinlich. Und wir müssen der Ollen noch ihre Kürbissuppe geben. Ach Mensch. Ja, das fehlt auch noch. Was habe ich jetzt gemacht? Ah ja, nochmal Baumarkt. Musste gerade überlegen, hä? Gut, dann jetzt noch das Dach fertig machen. Und ich glaube, dann bringe ich der Ollen mal ihre Kürbissuppe. Das könnte ich mit dem Bus machen, dann erspare ich uns die Fahrzeit. So, hier ist noch dieser Teil des Dachs. So, erneuern.
Wunderbar. So, ab. Und dann plumps, mal gucken, kann ich hier erneuern? Nein. Kann ich hier erneuern? Nein. Aber hier habe ich ja Holzdach gemacht. Hier kann ich erneuern. Denn das gefällt mir besser. So, und bei uns dann natürlich auch. Müsste ich theoretisch auch von innen können, oder? Obwohl, ich gehe, komm. Ich gehe oben drauf. Achso, kann ich hier? Nö. Es wird auch dunkel so langsam. Oh ja, schon 17 Uhr. Na ja, dann müssen wir uns sputen. Oh, da gibt es ganz schön große Stücke. Okay, dann bringe ich dir heute nicht mehr die Kürbissuppe, sondern erst morgen. Dann machen wir hier das Dach noch, soweit wie wir noch können, solange wie wir noch Ziegel haben. Solange wir noch Dachpfannen haben. Und dann gehen wir uns den verdienten, wohlverdienten Schlaf gönnen. Und dann fahren wir morgen mal eventuell mit dem Bus zu der Dame mit der Kürbissuppe unterm Arm. Mit den drei Kürbissuppen. Dass wir da endlich die Mission mal abschließen und den Pfeil endlich weg haben. Dann kriegen wir vielleicht auch noch weitere Missionen. Denn sonst haben wir ja da nichts mehr außer liegt da ein angekauter Apfel? Sah gerade so aus, als würde da auf dem Holz ein angekauter Apfel liegen. Texturmäßig. Hier aber nicht, oder? Hier. Ne, ist irgendein anderer Schlons. Naja, auf jeden Fall kriegen wir unser Dach sogar noch fertig. Wunderbar. Gerade mit den letzten Stücken Dachziegel. Ah nein, eins hätten wir sogar noch. Ein Dachziegeli. Aber hey, fertig. Juhu. Sehr schön, dann können wir die eventuell wieder verkaufen. Den Rest, der noch da ist. So, 17 Uhr, ja, komm, dann. Obwohl, naja, komm, dann. Verkaufe ich das noch schnell. Baumarkt hat noch offen bis 20 Uhr, da können wir nochmal schnell hin. Und den Rest wieder verkaufen. Was wir nicht gebraucht haben, wieder zurückbringen. Die Angestellten noch ein bisschen ärgern. Es ist ja kurz vor Feierabend quasi. Beziehungsweise, ja. Wenn die bis 20 Uhr offen haben, ist noch nicht kurz vor Feierabend. Ist ja teilweise, es gibt ja schon Baumärkte, die haben bis um 22 Uhr offen. Wer muss nachts um 10 noch in den Baumarkt gehen? Das verstehe ich nicht ganz. Ich meine, gut, wenn du irgendwas, ja, wenn du was angefangen hast und es dir geht irgendwas aus, dann ist es natürlich schon sehr praktisch. So, wir verkaufen Keramikdach. Plump. Und nehmen uns mal die Holzdielen mit. E. So. Also es ging mir auch schon so, aber meistens geht es mir so, dass ich dann irgendwas am Auto mache oder so und dann, ja, obwohl doch in meinem Haus ging es mir auch schon mal so. Da habe ich Folie oben, für die Dämmwolle die Folie verlegt, die Dampfsperrfolie und die Tackernadeln gingen mir zu Neige. Hab nicht vorgesorgt gehabt, ich dachte, das reicht. Und ja, dann hat nicht mehr viel gefehlt, die Folie war schon zur Hälfte dran und die Tackernadeln waren alle. Und dann hatte ich das Glück, dass ich dann tatsächlich einfach noch schnell in den Baumarkt gedüst bin und mir nochmal zwei Päckchen geholt habe. Das war auch ziemlich spät. Ja. Das war nicht 10, aber ich glaube, da war es auch schon 6:30 so. Da lobt man sich dann den Baumarkt, der dann lange offen hat. Hatten wir da die Dielen, hatten wir, glaube ich, alle fertig.
dann nur noch der Putz gefehlt. Können wir hier noch ein paar Dielen ranklatschen? Ja, erneuern alte Holzdielen. Mit Holzdielen. Dann sieht das Ganze wieder schick aus. Ah, das kann ich eigentlich von innen machen. Zack. Ja, kann ich von hier machen. Machen wir das noch schnell, bis die Bretter verschafft sind. Und dann gehen wir ins Bettchen. Alte Holzdielen. Holzdielen. Ja, wunderbar. Die Kühe maulen rum. Haben die Hunger oder was ist da los? Das ist auch immer hier bei uns im Ort, wenn nachts so gegen, was heißt nachts, so gegen 6:30 rum. Da schreien bei uns die Kühe rum, das ist da Wahnsinn. Wir haben hier 2-3 Bauernhöfe um die Ecke und man hört die Kühe genau so, wie die jetzt schreien, hört man die Kühe blöken. Und wenn dann mal schön 10 solche Viecher rumblöhlen, also das hört man. Und das ist, glaube ich, dann, wenn der Bauer mit dem Essen vorbeifährt oder anfängt, das Essen da reinzumachen, also das Heu oder was auch immer die kriegen. Und ja, also ist immer interessant zu hören, dieses Kuhgeschrei quasi schon fast. Da weiß man dann schon, jetzt ist Essenszeit. So, und wir haben immer noch Holz übrig, sehr gut. Denn hier, oh, wie schön das aussieht. Die Treppe machen wir auch noch neu. Jetzt ist das Holz zu Ende. Und jetzt ist auch der Tag zu Ende. Ah, ist das nicht ein schöner Stall? Ist jetzt hier oben auch schon alles fertig? Ah ne, hier oben die Außenwände und der, okay, der Ständer fehlt noch. Aber oben die Bretter, die sind, ja, die sind gut jetzt. Ich werde etwas hungrig, ich esse einen Dosenmilch. Ham. Einen Dosenmilch gegessen. So, hier machen wir zu. Bin ich mal so frei, mache ich auch überall zu. Wo ist denn mein Traktor? Der ist aufgeräumt, wunderbar. So, alle Löcher zu. Hundi nochmal schmusen und knuddeln. So, und dann gehen wir rein ins Bett. Denn es ist schon spät. Es ist kurz vor 7. Da geht man samstags ins Bett als Bauer. Ja, als Landwirt. So, meine Freunde. Und wir gehen auch ins Bett, beziehungsweise machen eine kleine Folgenpause und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Farmers Dynastie. Ich drücke E für Schlafen im Bett und wir drücken Ade. Bis morgen. Tschüss.